So, ich hoffe, ich bin im Bild und es geht heute um eine Sache, die ich eigentlich schon viel eher machen wollte oder filmen wollte oder veröffentlichen wollte, wie auch immer. Ich hoffe, ihr könnt es, ihr seht es wahrscheinlich schon. Genau, ich versuche mal die Kamera zu ein bisschen, ja, mit dem Handy ist das nicht so toll. Aber ich hatte heute keine Lust, noch mein Stativ hochzuholen und dazu zu machen. Ich versuche es jetzt auf diese Weise mal. Es handelt sich natürlich jetzt hier um Chucky. Ihm's hier. Das schicke, wattierte Mediabuch von Chucky als Blu-ray, endlich. Es gibt es natürlich schon länger und ich habe auch, ja, die Blu-ray schon sehr, sehr lange jetzt eigentlich in meiner Sammlung, aber ich habe gedacht, komm, ich hatte ihn vor kurzem mal wieder so auf dem Schirm gehabt, weiß auch nicht, und habe gedacht, komm, mach nochmal ein kleines Video darüber. Die meisten werden es ja eh schon kennen oder haben schon gesehen. Hinter mir seht ihr auch gerade das Menü von dem Blu-ray, von dem Hauptfilm. Auf der Blu-ray befindet sich jetzt nur der Film und ein Kinotrailer und ich glaube ein Audiokommentar oder irgend sowas. Und dann gibt es natürlich noch hier auf der Box, in diesem wattierten Showbar, gibt es noch eine zweite Blu-ray, auf der es dann jede Menge Bonusmaterial enthalten. Viel Bonusmaterial, ich muss schon wirklich sagen, da hat sich ETV wirklich ein Zeug gelegt, da muss ich wirklich sagen, hoppla. Und da nochmal ein ganz großes Lob überhaupt an ETV, wirklich super gelungen. Die Qualität vom Film ist natürlich supi, weil das ist das Master, soweit ich mich recht erinnern kann, was sie genommen haben, was Amerika jetzt von Shout Factory oder irgendwer rausgebracht hat, also nochmal, ich glaube 2K-Tastung, 4K-Tastung. Wie auch immer, auf jeden Fall super Bild. Bisher gab es noch keine gute Veröffentlichung von diesem Film. Bisher waren nur die DVDs auf dem Markt. Und die DVD war ja noch nicht mal anamorph gewesen, welche ich auch bisher noch besessen hatte. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass der jetzt anamorph ist, beste Bild hat. Ich kann ihm jeden empfehlen, weil Chucky gehört wirklich in jede Sammlung. Und ja, das war jetzt eigentlich der Grund, warum ich dieses kleine, kurze Video gemacht habe. So, nochmal das, die Rückseite von diesem wattierten, ne? Das ist wirklich klasse. Ich habe ihn damals günstig noch gekriegt. Ob er noch überhaupt zu haben ist, wird schwer sein. Aber ich gehe jetzt mal fest von aus, dass wahrscheinlich ETV irgendwann in naher Zukunft ihn nochmals Emery nochmal nachwerfen wird und für kleines Geld, sagen wir mal 15 Euro, noch zu haben sein wird. Ja. Aber wie gesagt, so in der Qualität, wie er jetzt hier ist, spitze, gibt es gar nichts zu meckern. Und kann ich mir wirklich jedem Chucky-Fan und Horrorfilm-Fan und allen denen empfehlen, die ihn noch niemals gesehen haben oder gar kennen. Also ein wirklich gelungener Film. Da hat Tom Holland, der auch Fright Night gemacht hat, wirklich einen super Film damals abgeliefert. Das war 1988, wenn ich mich nicht irre. Und ja, aus meiner Jugendzeit. Also ich habe den auch sehr gut auf dem Schirm. Ich habe ihn noch auf VHS gehabt und tralala. Und ja, da bin ich noch in die Videothek gelaufen. So. Und mit dem Menü vom Film werde ich mich dann auch verabschieden.